crazy, ne? Dass die Level so ein ultra krass gutes Highlight ist, aber das die Overworld, aber die Level so mittelmäßig. Ich finde auch echt fies entschieden, allein schon für die Notenblöcke, finde ich eine ganz schlechte Entscheidung. Einfach nur umdrehen, um zu zeigen, das sind Notenblöcke für Sprites. Finde ich gut. Viel zu verwirrend. Weil wenn das Gehirn sieht es nur so aus dem Augenwinkel. Und dann siehst du nicht, dass das gespiegelt ist, also. Einfach blind. Ne, es gibt keinen Termin für P86. Dauert wohl noch ein bisschen. Was haben wir, was ich vorhin gelesen habe, einen Monat oder so? Alter, was ist das für ein Jank-Shit? Die Geschwindigkeit von dem... Von dem Spawn der Bullet Bills bestimme ich durch den Scroll hier. Ist das dumm. Das ist, also ich finde wirklich die Overworld und die Qualität der Overworld und die Qualität der Level, das haben doch unterschiedliche Menschen gemacht, oder? Obwohl das eine hat was mit Gameplay zu tun, das andere nur mit Design, vielleicht. What the fuck? Das ist totaler Müll, ich muss ihn respawnen lassen. Oh mein Gott. Aua. Nee, Sergeant Luke ist es nicht. Okay. Steel Tube. Pateros Plaza und Twitch Headquarter da oben, oder was? Was ist das? Oi, Mario, I am Pateru, Pateru. What is that? Is captured? That's not good. You can see it over the horizon. This is the endgame. Okay. Also ich spiele nur Any Percent, glaube ich, bei diesem Hack. Caped Capers. Also ich behaupte, dieser Mensch, der das gebaut hat, hat noch nicht viel Mario gespielt in seinem Leben. Also keine tollen Hacks gespielt. Oder nein, also... wie fühlt sich das alles an hier? Der Kamerascroll, dieses komische ins Blind, ins Leere springen, dann kommt... also... Thank you.
Beste Checkpoints ever. Dass ich doch hier nicht von Lakritz hält, so bezirzen. Der ist so. Das ist Lakritz hält's Lifestyle. Oh, da unten. Lol, erstmal kurz durch die Lava geschwommen. Sky so Star. Bim, bim. Cool. Super kreativ. Nice. Sehr auch cool. Sehr, sehr cool auch an der Stelle. Easy. Wer ist denn nochmal Bernhard Langer? Dankeschön, Illuminatix, für 95 Bitsis. Cliff Climb 2. Gigi. Schönes Level. Ich kenne nur Tiger Woods, sorry. Oh, falsch. Falsch! Gut, meine hellseherische Fähigkeit wieder nicht aktiv, ich Idiot, ne? Der erfolgreichste... Ist schon krass, ne? Das ist der erfolgreichste deutsche Golfer und ich habe den Namen noch nie gehört. Ist das schon auch irgendwie schade, ne? Denn du bist der beste Golfer des Landes und ich würde sagen, hier mehr als die... Ach, mehr als... Deutlich mehr als die Hälfte der Leute hier im Chat wussten nicht, wer das ist. Behaupte ich mal einfach. Ja, wen interessiert Golf? Ja, ja, das... Axel86, danke für deinen Sub. 2 Jahre krank. Herzlichen Dank. Naja, aber das ist ja vielleicht auch noch deutlich nischiger als Golf, Nerd Seagull, oder? Da gibt's keinen. Bestimmt 4, 5. Und ich mit Sicherheit nicht. Aber besser als Golf. Besser als Golf mag sein, aber nicht bekannter. Crazy Spikes. Geiler Sound. Ich finde, das ist auch mal ein schönes Setup hier. Das finde ich richtig nice, das Mounten auf die Disco Shell. Da passt alles. Hier, das, zack. Das ist sehr, sehr cool. Oh, das ist eine zu große Tür. Oh! Oh! Wow! Okay. Mhm. Oh! What the fuck? Thank you.
Also die große Schwäche dieses Creators ist Checkpoint. Das hat er noch nicht so richtig raus. Ey, Uwe Boll, bester Mann. Ich habe viele Uwe Boll-Filme gesehen und gefeiert. War das der Boss? Oh, du heiliger Wimbam. Far Cry mit Til Schweiger? So ein Scheiß guck mir nicht an. Wenn irgendein Film Til Schweiger beinhaltet, guck ich mir den nicht an. Komm, Manta, Manta, okay, da mache ich vielleicht eine Ausnahme, aber das liegt mit Sicherheit nicht an Til Schweiger, sondern am Kultfaktor. Aber heute, wenn du mir sagst, da kommt ein Film raus, der ist von oder mit Til Schweiger, dann brauche ich nichts mehr über den Film wissen. Ich will den einfach nicht sehen. Okay, sehr fair. Ach du heilige Scheiße. Vielleicht siehst du ja jetzt meinen Sub. Skerger 69, danke für den 7. Monat. Honig im Kopf war doch schon. Keine Ahnung, ist ja im Endeffekt ist ja alles Geschmackssache, aber. So ist es bei mir. Wenn ich höre Til Schweiger, dann bin ich raus. Was ist das jetzt für eine Schitte hier? Was ist das denn für ein Boss? Und warum macht man den Schrott hier vorher immer wieder? Aus mit dem Scheißspiel! Wow, ich sag's euch, das dauert länger als der ganze Hack. Was ist das? Braucht diese scheiß Piranha-Pflanze auch noch 3 Hits am Ende? Cool. Easy. Also, frag mich, ob irgendwas passiert mit der Zeit, ob mir gleich irgendwie Shades vom Himmel fallen oder so, wenn ich Damage machen kann, oder muss ich den treffen, wenn er gerade hochkommt. Was ist das? Ich dachte, ich kann das nehmen oder dann auf ihn werfen oder so. Ich bin da drauf gesprungen. Hallo? Ich seh nichts mehr. Ich habe Pause gedrückt. Ja Mann, Alter, das Bild geht einfach fucking hell weg. Er sieht es nicht. Da ist es doch. Ich kann... Hä? Unten kann ich nicht draufstehen. Was sind das denn dann für Sprites? Drecksgame aus mit dem Scheißspiel. Also, es ist einer der wirklich der miserabelsten Hacks, die ich jemals gespielt habe. Da passt ja nix. Kein einziges Level war irgendwie cool. Und dann diese dumme Checkpoint-Verteilung, die so richtig Panne war. In jedem Level. Außer im letzten. Also nee, da ist sie auch Panne.
Aber andersrum Panne. Grauenhaft. Also der Creator hat ist kreativ, die Overworld ist schön, aber hat null Plan von gutem Gameplay. Null. Also das ist ja wirklich der größte Schrott. Let's go. Beenden, ausmachen. Ja, ich sag ja, der Boss dauert länger als alle Level vorher addiert zusammen. Was hält der da Scheiß hier vor? Also, das ist keine. Den kann man nicht empfehlen, den Hack. Das ist wirklich. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Alter! Ey, Mann, das ist so. Was ist das? Oh! Vor allem, wie hätte ich überhaupt nur einen davon greifen sollen? Ohne dass der andere mich dann trifft. Wie? Also, so einen Müll habe ich lange nicht gesehen, muss ich wirklich sagen. Lange nicht. Oh, Alter. Oh! Da ich. Boah. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Aber es fällt mir schwer, keinen Kommentar reinzuschreiben, wie grauenhaft scheiße ich das finde. Also das ist wirklich ultra unterirdisch. Ultra unterirdisch. Noch nie so ein Shit gesehen. Sich einen fertigen Boss runterladen und dann einfach hier Wasser einbauen und komische. Oh, ist einfach so ultra, ultra schlecht. Junge, was ist das? Der Boss an sich ist schon grauenhaft beschissen. Aber in diesem super dummen, kreierten Kack-Boss-Raum ist der Boss so scheiße. Der ist schon an sich, ist der einfach schon scheiße, weil viel zu viel Random-Kacke da drin ist. Aber in diesem dumm kreierten Kack-Boss-Raum ist es noch schlechter als schlecht. Du nimmst also etwas, das schon scheiße ist, das ist die Idee von dem Creator. Du suchst dir den beschissensten Boss raus auf der Seite und machst ihn noch beschissener, indem du komische Wasserteils hinsetzt, die nicht mal einen Abschluss haben. Es ist wirklich der größte Müll, den ich jemals gespielt habe. Und dann sich mit der Overworld, die wahrscheinlich irgendein Hyopai gemacht hat. Nee, es ist cool. Werd noch 1000 Mal blau, damit die Phase hier einfach noch 400 Jahre dauert. Weil es macht extremen Spaß. Mein Gott, ist das ein dummes Konzept. Also, es ist einfach nur schlecht. Es ist einfach nur in jeder Form schlecht. Jetzt kommen gleich wieder die 1000 Steine in einem Teil, weil das so random ist, wie die fallen. Es bleibt einer übrig. Junge, das ist. Alter! Ja, die kann ich jetzt vergessen. Nee, ich spiele es jetzt schon zu Ende. Aber es ändert nicht meine. Also das. Ich mach gleich, sobald der Boss tot ist, gehe ich sofort aus dem Rotz hier raus. Das ist wirklich. Manche Leute sollten vielleicht auch einfach nicht irgendwie. Also, wenn man null Gespür dafür hat, was Spaß macht, verstehe ich nicht, warum man sowas baut. Und warum das einfach. Also, boah. Was passiert mit dem Stein? Ja, hallo! Der Spawn. Oh mein Gott, und ich drehe mich extra noch nach rechts auf dem Stein. Kann ich davon bitte einen Clip haben? Und ihr sagt mir, wie die Hitbox bei diesem Boss ist. Was für eine Scheiße. Ich will davon einen Clip und wenn ich in dem Clip erkenne, ich habe den nicht getroffen, dann ist es okay. Dann sage ich nichts mehr über diesen Hack.
Jatta! Einfach, es ist wirklich, ich muss es so sagen, für mich echt einer der größten Shit-Hacks, die ich lange gespielt habe. Also wirklich. Jailer Cell of. Ist das Any% nicht durch? Alter, es wird mit Sicherheit nicht besser. Doch, das ist doch Any, oder? Hab Tränen gelacht, ist doch high. Ist doch genau das, was. Das freut mich doch. Ich hab's geschafft. Ich trage den mal direkt in die Hackliste ein, weil da fehlt auch noch diese eine Konkupiaja-Hack oder wie auch immer der heißt. Ich glaube, diese Liste braucht doch einen kleinen Kommentarspalte oder so. Hat schon angefangen mit dem scheiß Namen. Da hätte ich schon ausmachen sollen. Heute ist der 18. Aber gut, beim Namen wäre schon echt früh. Da könnte man sagen, mein Gott, das war aber jetzt ein bisschen vorschnell. Yagami, GG. Loft this hack. Hasengeist, Junge, danke für 40 Monate. Super Dancen. Hat Speedrun-Potenzial, ja, auf jeden Fall. Werde ich auf jeden Fall machen. 24 Stunden nur dieser Hack. Drift Prun TV, dankeschön für den 4. Monat. Abandon, dankeschön für 5 Monate. Nepalex, habe ich hier gesagt. Danke für die 5er Subbombe. W Digger 8. Dankeschön für 7 Monate. Filmen. Danke für 2 Monate. JB, dankeschön für den 7. Resub. Casey, Skerg. So viele Subs. Ich weiß nicht, wie ich das. Das ist so crazy. Ich krieg ja häufig, höre ich den Sound. Den höre ich eigentlich immer natürlich. Aber. Also, es ist einfach die ganze Zeit. 18, 17, 17, 16 Minuten, 16, 15. Oh, vielen Dank. Ich kann nicht immer sofort sagen, yo, dankeschön. Weil dann ist das, dann mache ich nichts anderes und dann kommst du bei so einem Level nicht weit. Coda, dankeschön für 7 Monate. Vielen Dank. Tischkante XL. Dankeschön, dankeschön. Ein Herz für den Creator, ja. Geiler Creator. Herz drauf. Hat der noch andere gemacht? Weil dann würde ich die auch runterladen. GG. Ja, okay, Rick. Schade. Ah, leider nochmal von alles von neu. Schade. Ja, schade. Okay. Für mich war's geil. Für mich war geil, der Hack. Naja, ein Häkchen dran gemacht. Dansenmusik. Dansenmusik.